Gute und grüezi wohl, ihr lieben Makereien. Ich bin die Maggie von makorama.de und wie ihr sehen könnt, wir sind heute unterwegs und zwar in Ulm bei der Firma Lockert. Da habe ich auf der Form Next den Aaron, seinen Vater und den Konstantin treffen dürfen. Die haben natürlich gemeint, okay, komm mal gerne vorbei, schau mal bei uns hinter die Kulissen. Das ist ein Startup, die ihre Firma aufgebaut haben mit 3D-Druckern. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ich habe dem Aaron schon geschrieben, dass wir da sind. Hinter der Kamera steht der Olli. Der hat sich bereit erklärt, heute Kameramann zu sein. Vielen lieben Dank dafür. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange rum, sondern gehen einfach mal rein. Davor hatten wir alles immer ziemlich in einem Raum, alles ja. Cramping. Jetzt konnten wir hier es sich einrichten, dass wir sagen, das ist der laute Maschinenraum, können ja. Wir Türe zumachen und hier ist Lager und Versand. Ja. Lager, Versand und Verpacken quasi. Okay. Der Plan ist, dass hier überall Palettenregale hinkommen, dass wir ja. Hier Paletten aufbewahren können. Und das hier ist was, ich glaube, das haben Firmen, so größere Firmen normalerweise nicht. Ja. Systematisiertes Lager von Kleinteilen ist, ja. Von denen man nicht weiß, ob man sie braucht oder nicht. Das kann man schlecht. Das ist so das chaotische Lagersystem, wo dann einfach irgendwas in die Regale gestoppt wird und dann wird es im Lagersystem verwissen. Nur, dass die ein Lagersystem haben und wir nicht. Wir haben hier okay. Eigentlich nur die, wir haben hier einfach nur die Dinge, aber das sind einfach für, das ist sehr wertvoll für die Entwicklung. Wenn man irgendwie ja. Weiß, ah, okay, ich brauche jetzt genau dieses Teil und dann geht man hier rein und findet hier okay, ja. Ein Muster von einem Spritzgussteil, sowas zum Beispiel. Ja. Oder kleine Fläschchen für irgendwas oder verschiedene kleine Sachen. Ja, was funktioniert für euch? Das ist doch schon mal gut. Ja, das ist sehr wertvoll. Ja, dann habt ihr auch die 3D-gedruckte ja, sehr schön. Schilder halt entsprechend, wo da noch draufstehen könnt, ja cool. Genau, wenn eine Pappbox durch ist oder so, dass man das Schild dann wechseln kann. Ja. Ja, das habe ich noch gesehen, das Video, wo ihr gesagt habt, okay, ich habe hier jetzt manchmal die Dinger draufgeklebt und dann war es halt abreißen, dann war das Ding kaputt. Ja. Genau. Und dann hier drüben den Versand. Genau. Der schönen großen Kiste. Ja, da kommt das Filmmaterial in die Regale. Da kommt fast die fertigen Produkte rein. Ja. Werden dafür versendet. Da geht es einfach darum, dass auf wenig Platz viele verschiedene Artikel sind. Ja. Dass man kurze Wege hat zum Greifen. Und dann packen wir die Päckchen in die Boxen rein. Die ja. Kommen dann auf so einen deutschen Postwagen und den holt die Post dann ab. Jeden ja. Tag. Und da habt ihr jetzt die einzelnen, sogar einmal die einzelnen Teile und da natürlich die ganzen Pakete, die man bei euch bestellen kann. Also jetzt auch das Party-Paket, was ich sehe, ne? Ja, genau. Wo sind da die Unterschiede jetzt drin? Classic, Party und Keys, was ist da der Unterschied? Das sind verschiedene Zusammenstellungen von diesen einzelnen Modulen, die wir haben. Okay. Bedeutet, ein Classic-Set sind einfach zwei normale Deckplatten, ein Bargeldfach. Ja. Beim Party-Set ist Flaschenöffner dabei und ein AirTag. Okay, falls man es verliert, okay. Genau, ja. Ja, cool. Das heißt, ihr habt aber auch hier so Stück für Stück alles über die Zeit automatisiert, auch eine Packmaschine? Die haben wir uns bauen lassen, das ist eine Sonderanfertigung. Okay. Können wir auch mal machen lassen. Ein Träumchen. Ja, da haben wir mit einem, das jemand, der uns übers Internet kennt, auf uns aufmerksam geworden. Das ist der Johannes Kreher, der ist 20 Jahre alt, der ist Mechatroniker und hat gesagt, der baut uns so ein Ding. Geil. Ja, das war ziemlich beeindruckend, was er da gemacht hat. Ja, vor allen Dingen mit der Mechanik, dass man nochmal die Innenseite mal reinklappt. Das ist schon nicht ganz einfach, ja. Ja, genau. Hier kann man die ganzen fertigen Teile sehen. Ja. Wenn die hinten verpackt werden, ja. Können die durchs Regal von hinten durchgeschoben werden und hier sind einfach nur verpackte. Ja. Das heißt, wenn da leer ist, einfach mal raustauschen und dann. Einmal tauschen, ja. Genau. Okay. Hier, da sieht man auch, wie wir 3D-Druck nutzen. Ja. Für so Magazine, für die Holder. Da ist wichtig, dass die genug Abstand voneinander haben. Damit sie sich nicht gegenseitig irgendwie anziehen, ja, okay. Genau, nein, nicht mehr. Hier mit so Puzzlestückverbindung, weil der Drucker nicht lang genug ist. Ja. Hier, das Lager. Dinger. Ja, cool. Ja, hier auch die Lena und die Kerstin. Hallo, guten Tag. Sind im Verpackten und alles, was ansteht. Quality Control.
Quality Control, genau. Noch ein bisschen leer. Nächste Woche kommt aber ein Flachbett-Schneideplotter. Ein Riesending. Nicht so groß wie ein Auto. Für? Um Verpackungen selber herzustellen. Wir haben dieses Jahr vor, viele Produkte zu entwickeln, neue Sachen zu machen. Verpackungen. Und wenn wir jetzt Kleinserien machen wollen, wo wir erstmal ausprobieren wollen oder einfach experimenteller mit den Verpackungen sein wollen, dann ist es sehr wertvoll, wenn wir das auch selber machen können. Ja. Probieren. Aber ist das nur so für kleinere Serien gedacht oder auch komplett für die komplette Produktion von den Verpackungen? Also sobald die in die größere Serie gehen, dann wollen wir die schon einkaufen. Aber erstmal zum Entwickeln auch vor allem. Also ich meine, es ist auch nicht nur ein Plotter, wo man nur Prototypen macht, sondern der kann ein Magazin von Blättern lagern, wo der sich mit Vakuumgreifern was vom Magazin nehmen kann. Okay. Dann kann man quasi dicke Stapel reintun, der produziert die Verpackung, spuckt die jemand und selber raus. Ja, wenn es beim Hersteller machen würde, halt den Prototypen entwickeln und das so, ich euch so langsam ranhangeln würde, dann würde es ja viel mehr kosten. Ja. Das ist wahrscheinlich so ein Teil, was sich wahrscheinlich bei euch dann relativ schnell amortisiert, oder? Ja, genau. Vor allem könnten wir auch nicht entwickeln, wenn wir es dem Hersteller geben würden. Ja. Weil... Ja, der würde es dann machen. Ja. Eine Schweißanlage. Oh. Damit schweißen wir die Bänder. So sehen die Bänder aus. Ja. Und das hält echt. Du kannst mal eins auseinanderreißen. Weißt du, kriegst du das hin? Da steckt ziemlich viel Entwicklung drin, dass es genau so ist. Boah, nee. Auf dieses Prinzip haben wir tatsächlich auch ein Patent bekommen. Okay. Auf dieses Schweißverfahren. Und zwar sieht es... Ding so aus. Die Teile drucken wir. Die kommen so aus dem Drucker raus. Wir haben hier Energierichtgeber. Ja. Und das Band spannen wir dann in die Vorrichtung rein. Ja. Das legen wir dann so rein. Und dann ist alles ausgerichtet und alles parallel. So. Ja. Jetzt kommt quasi diese. Auch wieder mit FDM-Druck. Ja. Dafür zum Beispiel, ich meine, das könnten wir schon auch mit dem SLS-Drucker drucken, aber warum? Viel zu aufwendig. Ja, also das erfüllt genauso einen Job und so ist man viel schneller und viel günstiger und dann FDM. Ja, vor allem, wenn da ein Teil kaputt geht mit dem SLS-Drucker, musst du halt wieder das ganze Prozedere halt mit zur Reinigungsstation und nochmal Sandstrahlen und alles drum und dran. Ja, genau. Dann kommt es hier in diese Mulde rein. Ja. Das sind auch alles selber gefräste Teile. Das ist natürlich wertvoll, dass wir die Fräsmaschine da haben. Viele Sachen bedingen sich. Und dann können wir die Vorrichtung da drauf schieben. Und dann ist die Sache aus. Vorführeffekt. Ah, Druckluft gibt's auch nicht, oder? Doch, ich habe gerade eben geschaut. Okay. Ist eigentlich alles bereit. Okay. Ja, das ist ein Abzug, auch FDM gedruckt. Das ist quasi direkt an dem Teil die Dämpfe abgesaugt. Entstehen da auch Dämpfe oder Partikel dann, ja? Ja, es ist halt vom Schweißen her, durch die Hitze. Ja, okay. Kann man es schon ein bisschen riechen, den Kunststoff. Dass der Gummi dann so ein bisschen schmilzt, ja, okay, und noch der Kunststoff. Genau. Dann kann man hier quasi so. Sag schweißen. Ach, das war schon. Das war schon. Ich hätte jetzt, wenn ich an Ultraschall denke, so an etwas so Fiepsendes gedacht oder so in Richtung, aber ist ja. Ja, nee, das ist. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ich glaube 27.000. Kilohertz. Okay. Ja, 27.000 Hertz. Hören wir nicht mehr. Ich nicht mehr in dem Alter. Ja. Glaube ich für den. Vielleicht ist der auch ein bisschen niedriger. Wir hatten da auch eine Reise, da haben wir ein billiges Gerät aus China gekauft. Ja. Und das war dann aber irgendwann durch, weil diese Piezo-Blättchen, die da drin sind, die brechen da leichter. Ja. Jetzt haben wir ein Schweizer Gerät hier. Ja. Schweizer Gerät und das funktioniert gut. Schweizer Gerätarbeit. Ja, mit ja. Switzerland sieht man ja. Okay. Ja, das ist ziemlich cool. Cool. Hier sieht man die SLS-Bauteile, also wenn die aus der Strahlkappe rauskommen, sieht das so aus. So. Die sind erstmal so wirklich komplett frisch aus der Maschine oder wie? Genau. Das ist jetzt ein dickes Bargeldfach. Also ich muss schon sagen, die sehen schon echt hochwertig aus. Ich habe schon einiges an SLS-Teilen gesehen und die sehen echt hochwertig aus. Ja. Ich habe ja auch schon jetzt aus China von PCBWay und so Teile bekommen, die sind dann teilweise fast schon so wie so ein Teppich auf der Oberfläche, wo sie so ein bisschen flusig sind, ja, so Fasern noch an der Oberfläche sind oder abfärben oder sowas in der Richtung, ne? Oder noch Pulverreste drauf sind. Ja, das ist vor allem die Strahlkabine. Wenn man mit Glas strahlt, dann kommt dieses Ding, was du meinst, das so ein bisschen filzig sich anfühlt. Ja. Und diese Kunststoffperlen, die verdichten eben die Oberfläche, dass alles homogener ist. Okay. Also kommt viel von der Strahlkabine, aber die Strahlkabine ist teurer als der Drucker, deshalb hat man das oft nicht. Ja,
Aber ich sag mal so, im Endeffekt hast du dadurch ein hochwertigeres Produkt. Ja. Und das macht es halt dann auch wirklich aus. Ne? Also ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn ich mir angucke, dass dieses Hotend, was ich für den Voron Zero bekommen habe, ist ja auch in SLS gedruckt und dann nochmal eingefärbt. Mhm. Wenn du das anpackst, da hast du erstens die Farbe drin gehabt, dann zwischendrin nochmal weiße Partikel, die abgefärbt haben, weil es nicht richtig sauber gemacht war. Das ist noch okay, das kann man sagen, das kann man noch verkraften, aber das ist halt vom Finish her, das nochmal einen Ticken hochwertiger halt einfach. Ne? Mhm. Ja, schon schön. Wir haben Ende letztes Jahr 5.000 Bestellungen im Monat gemacht. Okay. Wie produziert ihr mittlerweile die Cash-Pay zum Fall? Genau, also alle Snyder werden reproduziert und dann alles, was zwischen die Deckplatten war. Okay. Die Deckplatten sind immer aus Alu. Ja. Das heißt also, die Deckplatten an sich habt ihr komplett in Teilen von eingestellt, also keine FDM-Platten mehr, die früher oder? Genau, das sind immer aus Alu. Da hat man für den RFID-Schutz und das Material ist ein härter. Was dann stütze das Regen. Okay, weil die schon sehr gut. Ja. Und ich meine, für eine Herstellung macht es auch Sinn, die aus Alu zu machen, weil man wirklich die ganze Platte nehmen kann und nur die Kontur ausschneiden kann. Ja. Dann natürlich die Phasen nehmen, aber dann müssen wir nicht viel Material wegnehmen, wodurch viel von der Platte genutzt wird einfach. Ja. Ich habe auch gemerkt, wenn das tut, aber das PLA ist halt sehr bitter. Ja. Deshalb müsst du von der Griffigkeit her nicht so gut Alu können. Ja, sehen Sie mich. Aber was für eine Module produziert ihr jetzt aktuell? Die Cashplate in verschiedenen Größen? Wir haben Cashplate in verschiedenen Größen, genau. Und dann haben wir noch den Keyslider mit dem Schlüssel rein. Ja. Und ein Modul, wo man SD-Karten rein tun kann. Also euer Ursprungsprojekt quasi, die Lockcard sozusagen. Ja. Und noch die SD-Karte, die SD-Taste. Genau, ja. Genau. Und wie viel haut ihr da jetzt am Tag raus ungefähr? Am Tag Bestellung? Nee, ich meine jetzt hier so von dem Drucker. Wie viel druckt ihr auf einen Schlag oder was soll ich? Wenn alle Drucker immer laufen würden, dann bräuchten wir keine 4. Das Ding ist aber, die müssen regelmäßig gewartet werden. Ja. Deshalb steht normalerweise immer einer. Okay. Genau. Aber ein Drucker kann an einem Tag 272 Teile produzieren. Okay. Barfächer. Okay. Und braucht der noch den ganzen Tag für einen Druck? Oder? Der braucht 12 Stunden für einen Druck und 12 Stunden zum Abkühlen. Okay. Das heißt, im Drin wird es richtig warm, aber auch entsprechend, bis wir den ersten gar nicht auffangen können. Ja, genau. Der muss abkühlen, bis der dreht auf 180 Grad. Und damit die Teile sich möglichst wenig verziehen, bis der langsam abkühlt. Dann lässt er die Tür auch gar nicht aufmachen, bis er unter 100 Grad kommt. Wir warten aber weiter bis 60 Grad. Mir trifft aber auch immer so viel wie möglich, weil wir uns nur auf die Druckplatte geschätzt haben. Ja. Also ihr sagt immer so, keine Ahnung, 200 Teile oder so. Genau. Für die Serie schon. Aber wenn wir jetzt Prototypen machen, dann drucken wir nur unten ein kleines Stückchen. Ja. Genau, dann muss ja nicht komplette Baukammer filzen, kann unten einfach noch ein paar Zentimeter drucken, packen die Sachen aus und dann haben wir schnell eine Teile dran. Jetzt habt ihr irgendwann eine Reinigungsstation stehen? Ja. Das war jetzt meine erste Frage. Wenn ihr mal verschiedene Linke reinkommt, dann gehen wir mal die an. Ich würde das 100% wiederverwenden oder ein bisschen bestimmte Ausschüsse ergänzen. Wir können tatsächlich alles wiederverwenden. Weil wir durch die Geometrie von den Teilen haben wir eine ziemlich gute Packdichte. Wenn wir nur Barfächer drucken, also da haben wir eine Packdichte von 30-40%. Der Drucker braucht, also nach den Angaben von Formlabs, braucht er eine Refresh Rate von 30%. 30% Frischpulver müssen wir zuführen. Da wir aber über die Teile 30-40% den Pulver rausnehmen, hat der Zyklus nur wenigstens wegschmeißen. Okay, cool. Das ist ziemlich praktisch. Ja. Pulver ist auch teuer, das wäre anders für uns auch ein bisschen schwieriger. Ich frage, was kostet so ein Pulver, wenn das nicht? Ein Kilo 100 Euro. Okay. Okay. Ja. Schon, ich bin mal da. Ich bin auch mal mit dem Kalten gestartet. Ja. Wie viele Ausschüsse haben wir, wenn das Zeug rein? Von den Teilen? Ja. Die passen eigentlich ziemlich alle. Also, hatten wir mehr Bildbericht. Da hatten wir 5-10% Ausschüsse. Die haben wir eigentlich, wenn alles läuft, keine Ausschüsse. Nur wenn jetzt irgendwas. Das Pulver irgendwie schlecht war, das dann kann eine Baukappe mal rüber sein, aber sonst ziemlich viele Probleme. Wer reinigt die dann erst da und dann schreibt dann nochmal nach dem Genau.
für die Reinigung war es für uns so, früher haben wir den Baukammern rausgenommen, wir haben die also zwischen den Barfängern ist ja immer cool. Das heißt, wenn wir rausfinden, wenn wir das verwenden, genau, mussten wir mit einer Bürste reißen und den Barfänger auskratzen. Das ist cool, weil das bei 270 Teilen war immer. Genau, und deshalb haben wir einen Ort gebaut. Ja. Das haben wir aus dem Wappenost. Vater gebaut. Und zwar ist es ein Scheibenwischmotor, der quasi hier angebracht wird. Den hat Konstantin gemacht. Ist so ein Timer, der ist für 10 Minuten antritt die ganze Zeit. Ja, genial. So. Aber auf der Innenseite habt ihr noch irgendwie das. Okay. Da, wenn ihr hier reinschaut. Aber ist das Geräusch nicht anders? Ist das genau das Richtige? Man muss noch ein bisschen hinten. Also, recht trifft, darf man sie bei den Falschmotoren hinten anpacken, wie empfehlen oder überhaupt. Okay. Und an der Station darf man ohne Maske arbeiten. Ja, gut, ist auch eine Abfrage. Ja, der zeigt schon, aber ich glaube, rechtlich haben die es so gemacht, wie es geht. Das ist natürlich immer sicher. Die empfehlen auch immer die Maske. Genau. Genau, so sieht die aus. Dann zu Bürsten drücken. Ja. Da kommen die ganzen Bauchhammer da rein mit dem ganzen Restmaterial, was da drin ist. Wir trommeln die ganze Sache und dann wird. Mit der Rest mal wieder kühlen, wir müssen mal die Abfrage. Genau. Und die Teile kommen relativ sauber raus, wie wir sehen. Also das ist ja fast gar kein Pulver mehr dran. Ja. Damit können wir sehr viel wiederverwenden, was für unsere Teile günstiger macht. Weil normalerweise, wenn das irgendjemand anhören würde, sind große Serien mit SLS-Druck, würde jeder sagen, das geht nicht. Ja. Zu teuer, das kann man gar nicht machen. Aber man muss den Prozess halt ordentlich durchplanen, deshalb so wenig wie auch wirklich abfallen entstehen. Genau, also das konnten wir damit machen. Und natürlich haben wir auch genügend leichte kleine Bauteile. Ja. Das ja, gut, sag mal, so ein Schnurrstangenhersteller oder uns aus einer Richtung gesagt, das macht keinen Sinn. Oder ja. Irgendwas Organisches hat, wo viel Leerraum dazwischen ist, dass man es nicht packen kann. Der wird wahrscheinlich mehr Ausschuss haben als hier jetzt. Ja. Ich sag dir, alles komplett selbst in-house gebaut, bis auf jetzt die Trommel und den Motor. Ja. Weißt du, da machen wir vielleicht in Zukunft noch was Professionelleres. Aber das war der Funktionsprototyp, den wir schnell zusammen geschlüsselt haben, dass wir. Und das Ding funktioniert, dass wir schon mal anfangen konnten. Ja. Hier können wir. Ja, hier wird schon wieder ein Pulver raus. Ja. Es wird dann nicht sauber, aber es fällt da so die Pulver raus. Also Kino weiß nicht. Okay. Genau. Da macht man schon was aus, ja. Innen drin hat der Bürste, kann ich einfach mal das Ganze so umzulösen. Ja, genau. Und dann wird eben dieses Pulver geht hier durch das Sieb. Zeigen wir uns. Hier ist ein Sieb drin. Ja. Ja. Kleine gedruckte Teile. Genau. Einmal kleine gedruckte Teile, vielleicht abgebrochen von den Becken. Ja. Oder dass halt das ganze Pulver aufgelockert ist und alles fein ist, was unten dann landet. Das sind Sensoren drin, die wissen, wie viel drin ist. Und habt hier den Frischbehälter und hier das Altpulver. Dann wird es hier zusammengeführt und hier gemischt. Dann ein bisschen was so zumachen, ganz zusammen nehmen. Hier einsetzen. Und nicht. Waffen lassen. Das war alles irgendwie so mit dem Bauch. Ja, das ist alles gemischt. Hinkontainer könnt ihr eins zu eins wieder reinpacken, oder? Genau. Das sieht so aus. Alle voll, aber normalerweise macht man hier den Deckel auf. Ja. Wenn die Kartuschen hier so einsetzen. Ja. Ah, okay. Dann einfach den Schieber rausziehen. Wir hatten nicht nur die Barfächer, also die normalen Barfächer, die können wir ganz normal in die Trommel schmeißen bei Schlager. Ja. Jetzt haben wir aber zum Beispiel die SNS-Verbinder von den Bändern. Ja. Also die zwei verbunden wird, da auch so eine Manschette drauf geschweißt. Die sind ganz klein, wenn die ganz normal reinschmeißen würden. Entfallen wieder raus durch die Druckluft.
Deshalb müssen wir ihn irgendwie einsperren. Zwei Boxen, bis der FDM gedruckt. Sind quasi hier drei Teile, die Flak auf der Platte gedruckt und dann die Bogen und zusammengeklebt. Hier kann man jetzt die Konstruktion. Kommen die ganzen Teile rein. Wir können die Trommel in die größere Trommel reinspeisen. Es wird getrommelt und die geht nicht kaputt. Was funktioniert drin? Ich hab die Aufgabe jetzt so aus. Ist mit TG. Ja. Genau. Dann ist vor allem der Strahl auch drauf fokussiert. Können wir uns mal anschauen, wenn der Das ist auch, weißt du, wir haben, wie sage ich mit der Strahlkabine, wir haben uns einen Drucker gekauft, da haben wir gedacht, okay, ja, das macht mir, damit können wir produzieren. Hab dann aber gesehen, dass die Empfehlung von Formlabs ist, dass man es von Hand einfach strahlt. So eine kleine Strahlkabine, die gibt es für 200 Euro schon. Wenn wir die von Hand strahlen würden, dann würde es so lange dauern, dass wir uns das gar nicht leisten können. Es wäre immer flugsfrei. Dann sehen wir, bräuchten wir so eine Strahlkabine. Sind formiert. Haben uns für den Termin entschieden und ist dann aufgefallen, dass so ein Haushaltskompressor dafür einfach komplett nicht funktioniert. Deshalb mussten wir uns so ein Ding anschaffen. Okay. Ich glaube, der macht 2,5 Kubikmeter pro Minute. Ja. Riesen Kompressor und den braucht er eben für die Strahlgemälde. Braucht 1,7. Okay. Ja. Okay. So ist der Betriebszustand. Ja. Und zwar hauen wir die Trommel mit den entpulverten Teilen, hauen wir hier rein, schieben das nun mal rein und dann schwenkt quasi dieser Arm hier rein, die Trommel fängt sich an zu drehen und strahlt dann drauf. Dann kann man hier verschiedene Programme einstellen, was der verschiedene, was der verschiedene. Was denn mit Sand oder also mit Glas oder mit. Das mit Kunststoff. Kunststoff, okay. Kunststoffperlen, das sind Polystyrolperlen, halber Millimeter. Also relativ große Perlen. Ja. Dann kann man quasi Programme einstellen, was der in welcher Reihenfolge macht. Wie stark, wie lang, ob der nur bläst oder auch strahlt. Ja, cool. Genau. Und da können wir eben jetzt entweder die Barfächer, die genannten normalen Snyder, reinwerfen oder. Ja. Ja. Eine in der Trommel. Ja. Dann kommt der Trommel so rein. Ja. Und wenn alles sich dreht, dann dreht die sich mit. Ah, okay. Ich dachte, die wird so rumfliegen in der Trommel. Okay, ja, gut, okay. Ja, die dreht sich. Die sind auch gedruckt? Das wurde gedruckt, aber nicht von uns. Okay. Also wir haben hier relativ viele S-Bauteile. Okay. Das sind. Ja. Gut. Ein paar Sachen, bist du auch gedrückt. Mach dir mal ganz, ganz kleine Form. Du sprichst einen Keller unten mit einem Drucker, du hast eben gesagt, Figurendrucker. Ja. Und ich hab dann angefangen, die Wallets und die Keyframes quasi zu drucken. Ja. Und wie lange habt ihr es gebraucht von quasi Start bis heute, bis ihr hier wart? Also die erste Idee ist jetzt 4 Jahre her. Okay. Also als die Idee von der Keyplate da war, haben wir schon sagen, ab da haben wir eigentlich fast jeden Tag dran gearbeitet. Genau. Aber natürlich, es hätte viel schneller gehen können, wenn wir irgendwelche Erfahrungen hätten, die wir dann mit der Zeit gemacht haben. Aber das war wichtig, den Weg mitzunehmen. Richtig, ja. Es gehört auch zur Entwicklung von der Firma dazu, für mich. Ja. Wie groß seid ihr jetzt aktuell von der Mannschaft her und von der Fläche her, wie seid ihr gewachsen halt entsprechend? Ja. Ihr habt ja zwischendrin nochmal das andere Büro gehabt. Ja. Wo ihr nochmal mit Spock, glaube ich, war die Katze, ne? Nacho. Oder Nacho, ja, genau. Nacho, ja. Ja. Da seid ihr ja schon aus allen Nähten geplatzt. Wie seid ihr da gewachsen mit der Zeit? Das war ja auch recht imposant, also. Mhm. Wir haben in den Keller von meinen Eltern angefangen, haben da dann die ersten Verkäufe gemacht. Dann hat meine Eltern einen Anbau gemacht. Unter dem Wintergarten haben die, sind 2 Räume frei geworden und dann durften wir da rein. Das war sehr gut. Auf jeden Fall. Und dann sind wir umgezogen in das erste richtige Office. Das hatte 250 Quadratmeter. Ja. Und da konnten wir dann gut produzieren. Und sind jetzt, Ende letztes Jahres sind wir hier eingezogen. Und jetzt haben wir 1000 Quadratmeter. Wir sind 12 Leute im Team. Wir haben gerade 2 Leute, die machen Videos. 2 Maschinenbauingenieure, mein Geschäftspartner und ich. Und dann Leute, die verpacken, versenden.
Kundennachrichten antworten mit Software-Sachen. Genau. Wir machen jetzt hier aber auch alles, was ihr produziert, macht ihr in-house, ne? Also so gut es geht, bis auf das LFC natürlich. Ja? Genau. Wir versuchen alles selber zu machen, aber nicht mal aus einem ideologischen Grund. Ich würde sagen, der ideologischste Grund, warum wir das machen, ist, weil es Spaß macht, weil wir das feiern, sozusagen, wir haben eine neue Idee, die wollen wir umsetzen. Aber der Hauptgrund war einfach, weil wir keine Lieferanten gefunden haben und das so gemacht haben, wie wir das machen wollen. Oder wir am Anfang zu kleine Mengen hatten oder einfach die Iterationsstufen viel zu lange waren, dass wir einfach das nicht entwickeln konnten. Ja, ich glaube, so viel schneller halt auch, wenn wir können sagen, okay, wir haben jetzt eine kleine Änderung, wir bringen jetzt direkt mit dem nächsten Charger ein. Genau. Ja, das geht manchmal nicht mit großen Herstellern. Ja. Ja, das werdet ihr aber selbst zum großen Hersteller. Ja, aber das ist das Schöne, die Maschinen sind da, die produzieren, die finanzieren sich über ihre eigene Produktion. Wir können dann quasi kostenlos die Maschinen auch nutzen, um die Prototypen, um die Entwicklung zu machen. Hat schon einen Synergieeffekt, denke ich. Ja. Genau, hier ist die Alu-Produktion, das sind zwei Datoneos, die quasi die Deckplatten alle herstellen. Ja. Dann nehmen wir so große Alu-Platten, sind drauf. Ja. Dann ziehen wir die Folie ab, legen die Platten rein ja. Und dann macht die Fräsmaschine alles automatisch. Wir haben so ein Werkzeugmagazin drin. Ja. Braucht für so eine Platte 5 verschiedene Werkzeuge ja. Und durfte dann begleitet werden. Wir nehmen die nur raus, schicken die zum Eloxierer auf die Oberflächenwertung, bringen zurück und dann kommen sie zum Backen. Wie wisst ihr, wie die Platte komplett korrekt einlegen ist? Oder hat sie nochmal einen Mechanismus vermisst, auf den fängt die Platte an oder holt die Augen? Das können wir uns mal anschauen, klar. Ich bin einmal den Prozess durch dem jetzt gerade Vakuum an. Wir sollen hier jetzt mal versuchen, die Teile zu rutschen. Oh ja. Ja, richtig gut fest. Es ist erstaunlich, dass nur Plastik quasi ist. Ja. Aber weil das alles so absolut dicht ist. Minus 91 Kilopascal. Das ist fast ganzes Vakuum. Okay. Hält das richtig bombig. Und sie können auch relativ schnell, wenn es quasi greifen. Wenn ich jetzt auspacke, können wir hier Luft reinlassen. Und dann liegen die Platten einfach drauf. Okay. Was wir dann machen, ist, wenn wir uns hier die Boxen haben, hier FDM gedrückte Magazine, dass die Teile sich nicht berühren, weil das Alu ohne Eloxal relativ platzanfällig ist. Ja. Hier hört es rein. Ja, okay, dann kommen wir wirklich zum Morgen mit 5 Stunden und Eloxiere an. Und auch wieder zurück. Ja, wir kommen auf den Gegenteil, wieder LX4 zurückkommen. Genau, wie sortieren wir das wieder ein? Ich finde das so geil, dass ihr halt wirklich auf alles nochmal mit FDM zurück oder mit eigenen Verlegungen nochmal irgendwie den Arbeitsplatz bekommen. Ja. Das kenne ich so oft nur von Venue, du halt entsprechend. Ja, wir kommen von der Seite. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, wir. Manchmal wird uns so gesagt, ja, wir sind eine 3D-Druckfirma, wenn wir 3D-Druck machen. Aber mir ist es wichtig, dass wir nicht sagen, wir nehmen Produktionsprozesse, weil das unser Ding ist, sondern wir nehmen das, was am besten dafür geeignet ist. Ja. Und 3D-Druck und vor allem FDM-Druck für diese Vorrichtung ist einfach das Beste bei so vielen Sachen. Billig und wahnsinnig schnell, das sind wir. Die Büros waren hier schon so aufgeteilt. Wir haben eben einmal Operations, dann haben wir das Engineering so und das Marketing. Hier noch ein großen Meeting-Raum. Mit dem Lego-Ball-Sitz? Dann hatten wir hier noch einen Raum frei und dann haben wir gesagt, okay, da brauchen wir ein Labor. Ja. Und zwar um die ganzen Neuentwicklungen zu machen, wenn man einfach nicht bei den Maschinen sein will, sondern ein bisschen ruhiger gesagt hat. Ja. Und dann passieren hier vor allem so Chemie-Geschichten. Ja, und hier geht auf jeden Fall im Prinzip das Herz auf, wenn man das so sieht. Eine schöne Werkbank, ein paar schöne Drucker, ja. Jede Menge Werkzeug. Ja, genau. Das sind schon auch sehr viele, wie soll ich sagen, persönliche Interessen, die hier umgesetzt wurden. Weil ich würde nicht sagen, dass manche reden über Lockhart so als Business Case, okay, das macht Sinn, das Geschäftsmodell von denen. Ich würde nicht sagen, es ist ein schlechter Business Case, wenn man sagt, okay, man nimmt dieses Geschäftsmodell, weil das sehr abhängig davon ist, aus der Interesse zu entwickeln.
wenn wir kein Interesse dazu hätten, dann wäre das ein großer Insolvenzfall eigentlich. Ja. So, ja. Weil das sehr abhängig auch von uns als Personen sind. Ein Unternehmen will mir ja immer gut austauschen können, aber das ist hier eben nicht so. Aber das brauchen wir auch gar nicht. Das ist nicht ein Business Case, sondern das ist unser Entwicklerinteresse nachzugehen. Ja, ihr seid halt Unternehmer und keine Manager in dem Sinne. Weil Manager kann man austauschen, Unternehmer haben die Ideen und bringen halt das Unternehmen voran halt in dem Sinne. Ja. Hm. Wie zum Beispiel das hier. Das ist jetzt die Gussform für die Silikonfüße, ne? Ja. Genau, also es macht eigentlich vorne und hinten keinen Sinn, die Dinger selber zu gießen. Ja. Aber für die erste Serie schon, weil wir schnell sind und genau anpassen können. Und jetzt, früher mussten wir dann alles selber herstellen, aber jetzt können wir natürlich sagen, wenn das gut läuft, dann lagern wir das aus, lassen uns eine Form bauen. Aber dann wissen wir schon mal, wie es aussehen soll, wie es funktioniert. Genau. Und hier testet ihr gerade nochmal MagSafe, fürs MagSafe, für die Coverplate nochmal was aus. Genau, die kommt jetzt wieder in den Shop rein. Wir hatten die vor einem Jahr schon mal im Shop. Der hatte ein paar Probleme und jetzt haben wir ziemlich alle Probleme eigentlich gelöst bekommen. Okay. Und da hat es ein paar Kniffe gebraucht. Aber um diese Sache zu lösen, haben wir einmal Silikonfüße in den Ecken, dass die Scherbewegung weniger Problem ist. Und dann haben wir nochmal stärkere Magnete mit so einem Metal Shield auf der anderen Seite. Das sieht man aber dann in den nächsten Wochen. Okay, genau. Wann wird die MagSafe Coverplate kommen? Ich will nichts versprechen, aber ich sag circa einen Monat. Okay. Genau. Ich weiß, damals hatte ich gesehen, so, oh ja, geil, MagSafe, und dann war es aber im Store schon wieder raus und dann. Ja. Okay. Ja. Ja. Genau, und dann sind hier Klebeversuche, wie man die Magnete am besten reinklebt. Ja. In verschiedene Epoxidharze. Wird aber vielleicht einfach der ganz normale U. Der funktioniert gut dafür einfach. Das, ja. Ja. Warum nicht? Also das nutzen, was funktioniert, ne? Ja, genau. Ja. Cool. Und natürlich auch jede Menge Drucker, den Ofen, den man aus dem letzten Video kennt, wo das Silikon ansprechend, die Füße, für das MacBook-Stand, glaube ich, war es entsprechend nochmal geheizt hat. Genau, das ist glaube ich, eine Heißluftfritteuse oder ein Umluftofen, der umfunktioniert wurde. Das hat im Prinzip jeder, der irgendwie mal mit 3D-Druck was zu tun hat, um Bauteile zu ernähren, halt zu Hause stehen, glaube ich mal. Ja. Ja. Geil. Meistens macht es ja auch Sinn, diese Consumer Products zu kaufen, weil die ultra günstig sind und halt den Job richtig machen. Ja. Und ihr habt auch richtig große Spulen, die ihr dann hier. Warum habt ihr die Metallrollen da drauf? Ich habe das mal irgendwann gesehen, dass ihr das gemacht habt, aber warum? Ja, da hat es ein Stück rausgebrochen vom Transport. Ah, okay. Und dann laufen die nicht mehr auf diesen Spulen nach. Ja, okay. Dann muss man das machen. Ja, okay. Ja, das ist ja sowieso ein Problem, wenn die drauf sitzen, auch beim Bambo mit der AMS entsprechend, wenn die dann zu schmal oder zu breit sind, dass da nicht mehr genug passt. Ja. Das ist immer so ein Problem. Aber so eine Rolle hängt halt nicht jetzt hier oben dran, ne? Ja. Diese 4,5 Kilo Spulen, die kommen aus unserer FDM Produktionszeit. Da haben wir immer mit denen produziert und da haben wir das jetzt einfach weiter fortgeführt. Ja. Weil man einfach weniger wechseln muss. Nicht so oft klar. Spulen wechseln. Genau. Ja. Okay, alles. Hinten hast du noch was gesagt gehabt bei dem Regal im letzten Video, glaube ich, war es, was ziemlich cool werden würde. Ja, genau, da kommt auch noch ein Video dazu. Okay. Das ist ein Test von uns. Und zwar ist es ein Kreativregal. Der Plan dabei ist, dass man sich hier verschiedene interessante Bauteile hat, irgendwie aus dem 3D-Druck. Ja. Oder das Spritzguss in einem Teil gespritzt. Oh, okay. Oder hier. Mit den Toleranzen hier. Ja. Ja, okay, das ist schon ziemlich cool. Oder hier irgendwelche Verbindungstechniken, dass man quasi sagt, man hat hier verschiedene Bauteile, die einfach irgendwie interessant sind, irgendwie einen ansprechen. Ja. Und dass man dann hier hinstellen kann, um neue Ideen zu kriegen. Inspiration, ja. Genau, wie man Sachen kombinieren kann. Weil ich habe mal so eine Netflix-Doku gesehen. Ja. Und da haben die gesagt, Kreativität ist immer eine Verbindung zwischen zwei oder mehr Sachen. Ja, klar. Das baut auch alles auf Altem auf und wird dann nur im Prinzip einen neuen Zweck zugute geführt, ja. Ja. Und dann, wenn man hier dann die ganzen alten Sachen hat, die man vielleicht nicht mehr im Kopf hat, aber hier, dann kann man hier kombinieren und auf neue Ideen kommen. Gute Idee. Da steht die Bank, die neue Bank. Ja. Aber ihr seid jetzt im Prinzip bei dem Modell da oben geblieben, dass ihr sagt, okay, die Metallbank, auch so viereckig, wie sie jetzt da ist, oder? Ja, genau. Okay. Das ist der Plan. Ich meine, man kann natürlich diese, normalerweise so Biegeteile war auch der Plan, auch von uns, dass wir das mit einer Kantenmaschine machen. Mhm. Das wäre einfach diese ganze Sache biegen. Aber das würde mit dem Eloxal dann nicht mehr richtig gehen. Weil, also hat die dann auch nochmal schwarz eloxiert dann, oder wie? Ne, die sind eloxiert, die sind aber silbrig eloxiert. Diese Kombi aus diesem SLS in dem größeren fanden wir silbrig besser. Dass ihr den Kontrast habt, ja. Genau, deshalb, die wird so bleiben. Mhm. Ja.
Hat ein bisschen was von Cybertruck. Gell? Ja. Ja. Aber bitte nicht mit einem Baseball oder sowas draufschmeißen. Ja, wir versuchen es zu vermeiden. Ihr seid immer am Tüfteln, das finde ich echt genial. Also muss ich sagen, kann ich nur empfehlen, mal reinzugucken. Das ist das, was am meisten Spaß macht hier. Ja, klar, das ist. Tüfteln. Das ist halt. Erzähl mal, wie bist du hier drauf aufmerksam geworden? Also. Er hat unsere Videos gesehen und hat gedacht, das wäre so ein Kids-Channel. Also, nee, ich hab halt Maschinenbau studiert. Genau. In meiner Thesis, da habe ich meine Thesis geschrieben und wie es halt so ist, heavy prokrastiniert. Ja. Habe halt irgendwie was gebraucht, um mich abzulenken und bin dann immer so auf diese Lockhart-Videos gestoßen. Und ungelogen 3 Tage bevor, die haben dann so ein Video rausgebracht. Ja. Wo sie halt gemeint haben, die suchen jemanden, der sich um die Fertigung kümmert. Ja. Und 3 Tage vorher hatte ich den Kanal gefunden überhaupt. Ich habe halt so ziemlich gesuchtet, alle Fräs- und 3D-Druck-Videos mir angeschaut, weil das halt das ist, was mich interessiert. Ja. Und dann kam das raus. Ich schreibe gerade meine These, so wäre in einem Monat eh fertig gewesen und dachte, optimal, das mache ich jetzt. Soll so sein, ja. Ich Ja, das ist irgendwie so eine Story, wie wenn man so ein Pärchen fragt, wie ihr zusammengekommen sind. Ja. Ausnahmsweise war es mal nicht Tinder. Aber was machst du jetzt genau hier komplett? Du kümmerst dich um die Fertigung, also Fräsmaschinen? Ja. SLS-Drucker? Den ganzen Prozess? Ja, also es ist so, dass Lena, das ist die mit den Dreadlocks, ja. Die hat das von den SLS-Druckern jetzt eigentlich übernommen. Also okay. Die macht alles, wo man die Hände quasi für braucht, an den SLS-Druckern macht sie. Und ich mache die Druckanordnung und gucke halt, dass das alles passt. Ja, auch ein bisschen Planung, obwohl das ist jetzt, da sind wir die ganze Zeit so am Rumprobieren. Am einen Tag mache ich irgendwie das und am nächsten Tag ist plötzlich alles anders und dann mache ich das. Das ist eigentlich auch das Coole an so einem kleinen Startup, dass man halt einfach jeden Tag ist irgendwas Neues. Ja. Und jetzt gerade bin ich am MagSafe-Modul dran. Yes. Hast du schon einen Prototyp gesehen? Nee, noch nicht, aber ich kann nicht abwarten, dass das Ding. Gut, wir haben gerade über die Coverplate mit MagSafe gesprochen. Die kriegt ihr jetzt irgendwann später bei denen auf dem Channel zu sehen. Aber ich muss sagen, die hält schon ziemlich gut. Im Vergleich jetzt zum Beispiel mal mit der Konkurrenz. Also das ist, ja. Ja, also das ist, ich habe das MagSafe-Modul jetzt schon seit Monaten an mir und also das hält halt richtig. Also in einer normalen Anwendung natürlich, wenn man es drauf anlegt, kriegt man es immer irgendwie in komischen Situationen so. Aber das, was ich oft das Gefühl hatte bei anderen Produkten, dass man es insbesondere in die Hosentasche schiebt, was dann halt immer abschert oder zumindest mindestens verrutscht. Ja. Und das ist halt mit unserem echt nicht so. Ich bin gespannt. Also, echt gespannt. Ja. Also da steckt auch richtig viel erstens Arbeit und auch echt Stolz drin. Das glaube ich, ja. Ja, vor allen Dingen, wenn man ein Produkt formt und das man dann wirklich am Schluss sieht, ja. Ja. Ich denke, bei dem MagSafe-Ding ist tatsächlich so, das hatten wir einfach Interesse, das umzusetzen. Ich weiß nicht, ob das sich irgendwann rechnen wird, aber wie ich vorher schon gesagt habe, so als Business Case darf man das eh nicht so richtig sehen, sondern so, wir haben da Bock drauf und das ist so ein Herzensprojekt von uns. Und jetzt ist es halt, also ich habe das erste gemacht und er hat das zweite eigentlich komplett gemacht. Und das ist geil. Also ich kann nur sagen, als Nutzerin von der Lockhart Wallet warte ich drauf. Ja. Aber ich glaube, das wird schon ziemlich durchschauen. Habt ihr da schon irgendwie Feedback, was ihr so aus von den Kunden? Viele wollen das, also das kriegen wir schon mit. Kriegen wir Mails natürlich, wann kommt es wieder so, jetzt wo wir es angeteasert haben auch. Ja. Ich drücke euch die Daumen. Danke. Hier zum Beispiel sowas ist auch ein Beispiel, wozu so die eigene Fertigung geschickt ist. Hier, das benutzen wir zum Einpassen für die Bank. Und dann braucht man schnell halt Aluplatten, dick, die genau die Größe von der Bank haben. Das heißt also, ihr packt da unten quasi diese Form und dann die Bleche einfach rein und. Und dann kann man hier mit der Knie quasi drücken. Okay, genial. Und dann kann man sich das halt schnell fräsen, wenn die Fräsmaschine drüber ist. Ja. Sonst hält es halt diese Kreativität auf, zu sagen, okay, das will ich umsetzen, aber okay, es geht nicht. Richtig, genau. Deshalb sehr wertvoll, dass wir die Maschinen haben. Oder hier, das war das Tool, um die Chaos-Pendel nachzubearbeiten. Okay. Und die Plastikteile auf die richtigen Toleranzen zu bringen. Können wir Teile quasi so rein.
Ach, dass es noch abschleift im Prinzip. Dass es noch abschleift. Wir sind jetzt weg von diesem Plan gekommen, aber trotzdem, okay. In dem Moment, wo der Plan da war, musste man es halt irgendwie umsetzen, um zu schauen, ob es funktioniert oder nicht. Und das auch gefräst. Das ist aber auch so ein Herzensprojekt von dir, ne? Wo du angefangen hast, das quasi zu entwickeln, weil die Leute erstmal darauf aufmerksam geworden sind im alten Büro. Wo du dann gesagt hast, okay, wir machen ein Produkt drauf, oder? Ja. Ja, das ist schon, eigentlich sind alle Dinger Herzensprojekte. Wenn keiner sagt, okay, das ist wirklich cool, das macht wirklich Bock, das umzusetzen, ja. Dann machen wir es auch nicht. Ja. Ja, aber das macht euch aus, ne? Damit kommt ihr voran halt auch in der Hinsicht. Ja. Und ich muss sagen, die Produkte sehen immer sehr hochwertig aus. Und wenn ich mir das so angucke, das sieht auch echt hochwertig aus. Das ist jetzt, einfach mal umdrehen? Ja, da. Ja. Aber wird das später auch nochmal mit SLS-gedruckten Teilen dann ausgeliefert oder kommt dann noch was Spritzgegossenes? Das wird mit SLS-Druck. Okay. Das funktioniert da recht gut. Das heißt, ihr habt quasi bei jedem Produkt irgendwie nochmal ein bisschen 3D-Druck mit drin halt, wo er dann... Ja, da wo es Sinn macht, auf jeden Fall. Ja. Aber echt cool. Genau, und dafür zum Beispiel sind die Spiralgommeln auch praktisch. Kommen die ganzen Teile rein. Ja. Wir schmeißen die ganze Trommel rein, Deckel kommt drauf und dann geht's los. Ja, cool. Habt ihr denn jetzt durch Höhle der Löwen irgendwie schon großartig langfristig auch so nachhaltig im Prinzip einen positiven Effekt gemerkt? Ihr wart ja bei Höhle der Löwen und habt dann erstmal die Produktion quasi an die abgegeben, auch die Webseite eine Zeit lang. Ja. Habt ihr danach nochmal positiv ein Feedback bekommen irgendwie oder nachhaltig irgendwie gemerkt, okay, es hat uns was gebracht oder? Ich würde sagen, recht wenig. Also eigentlich jetzt denke ich kaum spürbar. Es ist schon gut als so Bucketlist-mäßig, okay, da waren wir schon mal, aber sonst langfristig würde ich nicht sagen, dass wir da Effekte haben. Wir waren davor auch schon relativ bekannt. Mhm. Das hat natürlich einen Peak gegeben, also ja, auf jeden Fall, aber es gibt viele Firmen, oder was wir jetzt so mitbekommen haben, die sich nicht halten nach dem Peak, aber für uns war es relativ gut, weil wir davor schon den Proof hatten, okay, es funktioniert auch so. Also, aber das war nochmal ein kleiner Boost, den ihr nochmal oben drauf bekommen habt, einfach dann. Ja, ja, genau. Ja, cool. Das heißt aber auch, die Spritzguss gegossene Coverplates und so was Richtung, die gibt es jetzt auch gar nicht mehr in der Hinsicht, ne? Nee, gibt's gar nicht mehr. Das war für euch gar nicht in der Hinsicht, auch dass er sagt, okay, wir übernehmen jetzt die Spritzgussform aus Richtung, war auch gar nicht rentabel, oder wie? Wir haben die Spritzgussform, wir wollten aber lieber die Produkte verkaufen, die wir selber herstellen. Mhm. Also vielleicht in Zukunft kommt sowas wieder, wenn wir noch ein bisschen mehr mit Materialien machen. Aber jetzt ist der Fokus auf den neuen Produkten. Also das wird auf jeden Fall für dieses Jahr das Thema sein. Das merkt man, das ist auch echt cool, was ihr da alles auf die Beine stellt. Aber es ist nicht nur die Wallet, sondern da kommt jetzt die Bank, das Teil da, der MagSafe-Stand nochmal, der MacBook-Stand. Hier ist ein Entity im Büro. Okay. Hier sitzen die. Hier entstehen die ganzen die Maschinenbauingenieure und ich. So lobe ich mir das mit einem Desktop-3D-Drucker, dass man da nochmal Sachen ausprobiert. Was habt ihr da denn jetzt für einen Druckkopf dran? Ein Druckkopf? Was ist denn das hier vorne jetzt? Ja, das ist, sieht aus wie ein 3D-Drucker, das ist aber kein 3D-Drucker, sondern ein 3D-Magnetfeld-Messsystem. Hab das dann umgebaut, um rauszukriegen, wie die Magnete zu analysieren, was die für Magnetfelder machen. Okay. Rastert dieser Hall-Sensor, der rastert quasi über den Magnet ab. Ja. Kriegt die Intensität mit und dann kann man 3D anschauen, wie das Magnetfeld sich da verhält. Ja, cool. Hier. Das so ein Teil. Kannst du das schon sehen? Das kannst du schon sehen, ja. Das kommt quasi in die Deckplatte auf die Rückseite rein. Ja gut, okay, die Form kennt man ja an sich von jedem MagSafe-Zubehör auch an sich, ne? Ja, nur das ist komplett custom-made für uns, weil wir natürlich schauen müssen, dass es auch reinpasst halt, dass es gut reinpasst, genau. Das heißt, okay, ja gut. Das heißt, die Aussparungen sind auch entsprechend gewollt und entsprechend, ne? Genau, und hier beim Band muss es natürlich dünner sein. Deshalb sind da dünnere Magnete. Ja, genau. Die Magnete sind für uns auch geformt und so, das ist komplett custom, das Ding. Okay. Und deshalb funktioniert das so gut. Weil dieses Metal Shield, das ist quasi so ein Blech hinten, und das leitet die Magnetfeldlinien, leitet es so rum, wodurch das nach hinten nicht so viel strahlt, wo die Karten sind, sondern und vorne ein bisschen stärker ist. Ja, cool. Das sind so ein paar Kniffe, die wir mit rausgekriegt haben. Ja, habt ihr echt so eine Firma von Daniel Düsenbriebs? Ja, das ist der Traum, das ist der Wunsch. Darauf haben wir Bock. Ja, natürlich. Das merkt man halt bei eurer Firma in jeder Phase. Das ist schon echt cool. Ja, vielen Dank. Ja, sehr gern. Cool. Schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch viel Erfolg auch mit dem MagSafe-Modul.
Und wenn ihr jetzt noch mehr Informationen wollt, geht mal zu Lockhart auf den Channel. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.